Wir haben einen Zettel entdeckt und dieser schwebt, denn ich habe hier eventuell mehr oder weniger beabsichtigt einen Fass zerstört. Was steht auf diesem Zettel? Gestern ist der Fluss übergelaufen, ist einfach über den Bordstein gestiegen und bis zum Platz geschwemmt. Die sonst sanften Wellen des Flusses schäumten an der großen Treppe eine heftige Flut, sagten sie. Flussaufwärts muss sich eine Blockade gelöst haben. Aber ich bin anderer Meinung. Das Wasser schmeckt anders. Es peitscht gegen unsere Außenmauern und steigt immer weiter. Während der Herrschaft von Königin Erlands wäre das nie passiert. Unser Königreich wird unter Gormander zerfressen. Wir sind schwach geworden. Also Gormander ist nicht so beliebt im Volk, wie es aussieht. Wir sind noch immer hier in Leuchtenstein und gucken uns weiter in Leuchtenstein um. Wir haben auch mittlerweile einige Quests hier zu tun, wie wir sehen. Hier gibt's etwas, da gibt's etwas. Heißt, wir werden jetzt weiter hier gen Norden in Richtung der untergehenden Sonne. Natürlich wieder ein gutes Timing bewiesen. Es wird dunkel in Leuchtenstein. Oh. Kommen wir irgendwie... Wir kommen da hinten rüber. Kommen wir auch irgendwie hier in die Richtung? Ja, das sieht gut aus. Wir sind jetzt am Hafen. Ja. Da, wo das rote Zeug ist, da war früher mal Wasser. Hier sieht man auch richtig da noch die Kräne vom Hafen. Cool. Habe ich hier gerade was Rotes leuchten sehen oder war es nur eine Laterne? Ist ein Fass. Stehen wir schon die ganze Zeit da? Vielen Dank, mein Freund. Ich zerstöre die Fässer immer ganz gerne vorher, bevor ich an ihnen vorbeilaufe und draufschlage. Das passiert mir nämlich viel zu häufig. Sag mal, hier ist aber auch nicht nett, ey. Alter Vater, ist hier viel Zeug. Hm, daneben. Auch daneben. Wieder daneben. Getroffen. Oh. Gerade noch so in die richtige Richtung geguckt, ey. So. Noch jemand? Zack. Da unten hat sich wieder Kleinkram ausgebuddelt. Hör ich gerade? Wow. Ich höre doch gerade was Größeres, oder? Ach, da oben! Moment, hatten wir den schon oder hatten wir den noch nicht? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Den Piefke da oben. Ich glaube, den haben wir noch nicht gemacht. Da würde ich doch einfach mal vorschlagen, wenn wir rausfinden, wie wir da hochkommen. Sind die Dinger nachgewachsen? Ne, die habe ich einfach noch nicht kaputt gemacht, ne? Wenn wir rausfinden, wie wir da hochkommen, dann würde ich sagen, wir hauen dem Guten doch einfach mal dezent in die Eier, in der Hoffnung, währenddessen nicht zu sterben. Moment mal, war das nicht hier? Ach da. Da kommt er schon angesprintet. Haben wir Platz zu kämpfen? Ah, geht so, ne? Oh. Oh. Kurz mal ein bisschen hier den. No. So viel zu, wir haben hier Platz zu kämpfen. Also hier die Treppe hoch. Moment, ist der mit runtergekommen? Nein, ist er nicht. Ich wollte gerade sagen.
hier erstmal hochgekommen. So, warte mal. Komm mal bitte hierher. Können wir das einrichten? Ich könnte einfach so um ihn rumlaufen. Falsch. Nee. Ich kann nicht einfach so um ihn rumlaufen. Okay. Gut zu wissen. Müssen wir sie doch ausweichen. Ah, der schwingt so. Der schwingt so hart, der Gute. So, Waldlangbogen, der hat 24, der hat 27, hier kommen drei oben drauf, sind wir also auch bei 27. Der kann 7% Fallgeschwindigkeit, 15 Ausdauer kosten. Ja, macht jetzt keinen allzu großen Unterschied, würde ich sagen. Na gut, den Piefke haben wir soweit. Gibt der uns gar nicht. Was hat er denn bewacht? Nichts, wie es aussieht. So als Gamer, man ist so darauf getrimmt, naja, wenn da so ein starker Gegner ist, der muss ja jetzt irgendwo auch eine geile Truhe sein, ne? Und wahrscheinlich ist es sogar gar nicht so falsch, nur ich finde sie gerade nicht. Wo sind wir denn hier? Wir sind gerade hier. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen hier einfach mal tatsächlich weiter. Sieht mir gar nicht so nach dem ganz falschen Weg aus. Es mag übrigens sein, dass ich ein paar Kisten übersehe, ne? Ich gehe hier ganz ungeplant und ohne Anleitung durch. Mir geht es einfach nur darum, dass wir das hier einfach mal grundsätzlich gesehen haben. Schön gegen die Decke gesprungen. Ein Zettel. Leuchtensteinblatt. Mal wieder nichts Gutes über Gormander. König Gormanders letztes Geschenk an Leuchtenstein ist, gelinde gesagt, ein absoluter Reinfall. Und natürlich der lachhafte Versuch eines Mannes mit Holzgebiss, seiner glorreichen Mutter nachzueifern. Es ist eine durchaus platte und uninspirierte Geschichte, seichter als die Wasser von Weißwind. Letzten Sommer, ihr erinnert euch, wollte unsere Lordschaft die Oberstadt in Gormandergärten umbenennen. Zivile Unruhen verhinderten dies. Leider wurden wir stattdessen von einer Statue seines Abbilds gesegnet. Der Blick der besagten Statue ist genauso schlaff und müde wie die des Königs. Wie die des Königs Einstellung zu den brodelnden Konflikten im hohen Norden. Das Beste an Gormander ist und bleibt neben seiner gefüllten Goldkammer sein hölzerner Überbiss. Ramon Jones, Leuchtensteinblatt Editor. Aber man muss halt sagen, dass sowas geschrieben werden darf in dieser Welt, spricht durchaus für die Führung. Ne? Also ich hätte jetzt spontan gedacht, dass man sowas überhaupt nicht sagen darf hier in diesen Landen. Aber vielleicht ist er auch mittlerweile tot, der Typ, und man darf es offiziell auch nicht. Was haben wir hier? Gormander wacht über uns. Achso, das ist die Statue. König Gormander, Sohn des glorreichen Erlands, Schutzpatron des Düsterdickichts und der Hochweiden, wacht über uns. Sein ehrvoller Blick vereint uns, beschützt uns vor Unheil und geleitet uns in ein neues Zeitalter des Wohlstands. Na. Ich kann jetzt überhaupt keinen Blick erkennen, ehrlich gesagt. Na gut. So, also, wir wollen immer grob in Richtung Norden. Ich darf das nicht vergessen. Hier können wir nach oben in die Häuser. Da würde ich doch einfach mal sagen, das Angebot nehmen wir mal an. Nachts ist immer, hat seine Vor- und Nachteile. Also, erstmal mag ich die Stimmung nachts hier, gerade hier in dieser Stadt. Finde ich das echt cool. Ist natürlich hier und da sehr dunkel. Vorteil ist allerdings, wenn hier irgendwo eine Truhe steht, dann leuchtet es da so richtig, ne?
Gleiches gilt auch für Zettel und ähnliches. Man sieht es immer sehr, sehr schnell, wo eventuell etwas Wertvolles zu finden ist. Ach so, hier komme ich einfach nur. Okay. Ich hatte gedacht, hier ginge es noch woanders hin. Aber nein. Apropos, ich glaube, wir haben zum ersten Mal so ein Leuchtgetränk im Inventar, beziehungsweise... Der ist schon tot. Hm. Hier, wir haben hier so ein helles Irrlicht immer dabei, was wir theoretisch befreien können. Alter Vater. Das ist wohl der Hafen. Wow. Geile Atmosphäre. Mag ich total. Ich finde, die Nächte haben sie echt gut hinbekommen. Und ich finde, es liegt unter anderem daran, dass es halt wirklich auch dunkel ist in der Nacht. Und nicht diese lichtverschmutzten Möchtegern-Nächte, wie sie sonst kennen. Ups. Ah, Kupferpfeil. Okay. Kommen wir durch? Ja. Neuer Ort kartiert. Ah, Burg Erstein. Gucke mal, hier jetzt. Na, das sieht ja sehr interessant aus. Da dürfen wir uns wohl prügeln gehen. Schon ein bisschen was reindrücken. Wie viel kann unser Schwert noch? Ja, nicht mehr ganz so viel. Ein Drittel noch. Das sieht aus wie eine Boss-Arena. Oh, ja, okay. Ich habe keine Ahnung, was er kann. Ich bin, wie gesagt, wie immer... Ich bin, wie immer, unvorbereitet hoch 10.000. Okay, alles klar. Falsche Taste. Oh, betäubt. Gar nicht gut. Okay. Einfach fuchteln hier. Was das Zeug hält. Links, rechts, links, rechts. Fuchteln, fuchteln, fuchteln. Betäubt gar nicht gut. Noch immer nicht gut. Okay. Aha. Bleib mal kurz. Okay. Sein Schwanz gefällt mir gar nicht. Okay. Okay, sein Schwanz gefällt mir wirklich nicht. Auch gefällt mir nicht das. Falscher Zeitpunkt. Unser Schwert ist hin. Schwanz. Immer einfach gegenhalten, ne?
wie bekloppt er einfach durch die Gegend fuchteln hier unter seinem Bäuchlein. Unser Vorteil ist unsere geringe Größe. Schwanz. Wieder. Oh, falsche Taste. Oh Gott, ey. Die Phase mag ich am meisten, ehrlich gesagt. Wie soll ich mit unserem lumpigen Schwert hier rumhantieren, wa? Ist irgendwie auch doof. Oh. Guck mal nochmal genau. Okay. Okay, mit ein bisschen heilen, mit ein bisschen rumfuchteln, ist das durchaus machbar. Du darfst aufs Thumbnail, mein Freund. Ich sehe halt so kacke aus. Ist so unfassbar. Ich bin so ein, das ist so ein hässlicher Charakter. Also die Rüstungen, die sind halt wirklich, man muss einfach sagen, schön ist das nicht. Schön ist das nicht, aber es geht ja nicht um Schönheit, ne? Sondern um Charakter. Meine Güte, du. Sogar mit unserem lumpigen Messer haben wir den jetzt umgehauen. Sehr schön. So, was gibst du? Du gibst uns deinen Kopf und einen legendären Ring. Und? Einen Ring. Schlüssel zur Burg Erstein. Einen Schlüssel, nicht einen Ring. Mana und Lebenspunkte. Ja. Das ist ja ganz nett, ne? Charakter. Mana, Ausdauer, Leben. Hier haben wir die Leben und Gesundheit. Ich denke, wir schmeißen den mal hier rein. So. Kann ich auf den draufgehen? Oh, Tatsache. Auf den kann ich draufhüpfen. Okay. Ja, kann ich mich auch. Okay. Hier verschwinde ich so ein bisschen in dem Kerl. Na gut. So, das lief ja aber relativ gut, ne? Also war jetzt keine, die Kür war jetzt nicht so toll, aber ich bin recht zufrieden, er ist tot. Sagen wir mal so, das Ergebnis ist, er ist tot und wir leben. Ne, ich musste mich nur ein bisschen viel heilen, aber dafür haben wir ja die Möglichkeit, uns zu heilen, nicht wahr? Das Problem ist nur, dein Ernst, hör auf jetzt da rumzuschließen. Sitz im Boden. Unser Schwert ist halt hin, ne? Warte mal, die können mich treffen und ich sie nicht? Ungerecht. Ungerecht. Kann ich mich da hinsetzen? Ich bin jetzt der König. So. Hier geht's hoch. Also entweder ich bin blind oder aber... Oh, ein Schild. Warte mal, wir bekommen einen Schlüssel für eine lumpige silberne Truhe. Das kann doch fast nicht sein, oder? Hier muss es doch irgendwas super Interessantes geben. 10 Block, 35 Parierkraft. Unser aktueller Schild ist gelb, hat 5 Block. Tja. Tja. Würde ich schon sagen, nehmen wir jetzt mal den neuen Schild hier. Auch wenn ich gestehen muss, andere gefällt mir irgendwie besser, weil es gelb ist. Aber jetzt mal ohne Spaß, war das hier alles? Na gut, wir haben ja den Loot schon vom Dude bekommen. Aber also ich hätte jetzt ja spontan erwartet, dass hier noch ein bisschen mehr passiert. Dass hier noch ein bisschen mehr los ist.
verbrannte Ziegel. Kann man sich hier durchbuddeln? Mit Sicherheit kann man ja überall in diesem Spiel, aber... Ich frage mich gerade, ob uns dahinter eventuell was erwartet. Ja, nicht so. So wie so ein... Wie so ein Handwerker irgendwie so. Kommt so in irgendeinen anmutigen Thronsaal und sagt erstmal, sag mal, was haben sie denn da für Bolzen genutzt? Ja, das sind doch die 25er, das ist doch... Hm, aber hier scheint es tatsächlich... Hier scheint es tatsächlich... nichts zu geben? Ja, wir haben vor allem das Problem, dass wirklich jetzt gleich... Wir haben einfach keine Schwerter mehr. Ich habe da von draußen gesehen, dass man irgendwie noch... Über uns ist auf jeden Fall noch was. Aber wir kommen hier nicht höher. Ach, hier ist eine... Aha! Siehste? Auf der einen Seite versuche ich mich durchzubuddeln, auf der anderen Seite, wo man einfach durch die Tür gehen kann, da gucke ich mich nicht mal um. Ah, okay. Ja, naja, ich würde sagen, wir gehen mal hier draußen lang, ne? Zack. Drüben können wir klettern. Hier können wir laufen. Wir haben weiterhin ein Problem. Denn wir haben keine Waffen mehr im Grunde genommen. Aber ich sehe hier auch nirgends eine Möglichkeit, mich hier hin zu teleportieren. Ne? Hier können wir uns höchstwahrscheinlich auch keinen... Können wir uns höchstwahrscheinlich auch keinen Altar hinstellen. Keine Flamme. Gebet der Flamme, Schriftrolle. Richtet ein kleines Gebet an die Flamme, die deinen magischen Schaden und die maximale Dauer im Miasma kurzzeitig erhöht. Ja, komm, egal. Nutze ich sonst eh nie. Oh. Püff. So, hier gucken wir wieder auf den... In den Hof runter. Da drüben können wir noch weiter klettern. Das tun wir auch einmal. Hä? Wäre ich? Nein, hier ist alles dicht, okay. Ich wollte gerade sagen, wäre ich da auch von woanders hingekommen? Mhm. Hier oben muss jetzt irgendwas ganz Krasses auf uns warten. Zum Beispiel, wie wäre es mit jede Menge Nichts? Ui, guck mal. Heieiei, hier kommen wir ganz hoch, oder was? Geht vor allem noch ein ganzes Stückchen weiter nach oben, ne? Uiuiui. Uff, Tüffi.
Ach, interessant, interessant, okay. Das ist ja ein geiles... Das gefällt mir ja echt gut hier, ne? Dieses Schampen ran. Allerdings gucken wir natürlich jetzt... Ich versuche zumindest hier nichts zu verpassen. Das Problem ist nur wirklich, wir haben halt keine Waffe mehr. Das ist echt nicht gut. Kann uns vielleicht hier irgendwo eine Kiste einfach mal so ein geiles Schwert hinlegen oder so? Oder irgendein Schwert? Hä? Moment, hier waren wir schon. Hä? Achso, die Ecke habe ich einfach übersehen. Verstehe. Ja, ich finde, so eine Kiste kann durchaus mal so ein richtig schönes, geiles Schwert haben. Das wäre sehr von Vorteil. So, wenn wir uns nochmal kurz ein bisschen was reinschaden, kann er nicht. Eigentlich möchte ich da weiter hoch, ne? Da unten ist noch was, was wir uns mitnehmen können. Schwert! Oh! Wache des Nordens, Helm. Segel setzen. Wohin er auch geflohen ist, Kommander ist alleine. Oder bei einer anderen Kurtisane. Die Stadt ist überrannt. Sie haben früh morgens unsere Mauern niedergerissen und hüllen unsere Stadt nun in dicken, atemraubenden Nebel, dessen Farbe an Straußenfedern erinnert. Jetzt hocke ich hier, alleine, zum ersten Mal seit Jahren, wie ein kleines Mädchen. Mein Herz flattert wie ein aufgeregter Kanarienvogel in seinem Käfig. Ich hätte weglaufen und mir ein Schiff besorgen sollen, es vielleicht kapern können. Immerhin kann ich fechten und eine Karte lesen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte immer noch mit dem Blau des Meeres aufwachen und das Salz auf meiner Haut spüren. Meerjungfrauen sehen und laut an den Decks singen. Ich will in einem Sturm enden, in einer Feuersbrunst und nicht in einem einsamen kleinen Turm. Lacht mich nicht aus. Ich fühle mich so klein. Gut, das ist jetzt kein Schwert, auf das ich gehofft hatte. 45 Sekunden, minus 45 Sekunden maximale Zeit im Miasma, aber plus 13% kritische Trefferchance und er hier hat Gelegenheitsschaden. Plus 23,15, der hier ist 18,18. Ich nehme aber mal den Crit, nehme ich mal mit. Außerdem sieht das, sehen wir jetzt einfach noch blöder aus. Ich finde, das ist wichtig. Ich finde, wir sollten durchaus den Titel für den am beklopptesten gekleideten Charakter sollten wir uns mitnehmen. Vor allem nicht mehr aktiv. Also da haben wir jetzt nicht mehr drauf hingearbeitet. Das kam ja einfach so. Einfach durchs fröhlich looten. So. Die Frage ist, ob wir da überhaupt noch weiter hoch können, ne? Das kann man immer nicht so richtig wissen hier in dem Spiel. Ob es überhaupt noch weitergeht, wo man hin möchte. Da gibt es jede Menge Türen. Jede Menge Türen. Ich hätte auch erstmal nach unten gehen können. Ja, hier kommen wir wieder runter in die Stadt, aber ich bleib dabei. Ich weiß es halt nicht, aber ich würde ganz gerne da drüben weiter hüpfen. Da waren wir, hier waren wir auch. Da waren wir, da hinten. Ob das geht? Und der Boss verwies da unten fröhlich vor sich hin. Dadurch, dass wir ihn looten konnten, ist er wohl von uns gegangen, weil wir haben ja seinen Kopf in der Tasche. So, warte mal. Hier kommen wir
von dort kommen wir. Hier geht's auch nur einfach nach unten. Hier geht's, glaube ich, nirgends nach oben. Nee. Aber warte mal, wenn wir hier lang gegangen wären, dann würden wir quasi... Da hatte ich kurz jetzt... Aber hier gibt es keine Möglichkeit mehr nach oben zu kommen, wa? Da oben ist noch jede Menge Klabüms. Aber ich sehe da irgendwie nicht so wirklich was, wo man sich irgendwo festhalten kann. Hier geht es auch nicht weiter nach oben. Es könnte natürlich sein, dass wir einfach nicht weiter hochkommen. Da drüben oben waren wir auch schon. Oder? Waren wir doch. Ja. Aber hier noch nicht. Guck mal, das war natürlich Absicht jetzt gerade. Eine Bandage. Hier waren wir auch schon. Hier kommen wir aber auch nicht... Hier kommen wir natürlich noch hoch, aber... Hier waren wir ja auch schon. Nee. Ich sehe da auch keinen Haken mehr. Oder ähnliches. Ich glaube, hier kommen wir nicht höher. Also vielleicht irgendwie klar mit Hochbauen und was weiß ich was alles. Oder vielleicht gibt es auch irgendwo noch einen Haken. Aber es gibt ja, hier gibt es doch einen Haken. Ich denke, wir kommen hier nicht mehr weiter. Ich würde sagen, wir schließen damit für uns. Ich wollte gerade sagen, ich würde sagen, wir schließen damit für uns Projekt Leuchtenstein ab. Aber nein, wir haben ja hier und da und dort haben wir noch was zu tun. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge.